BYD hat auf der Pariser Automesse den Sea Lion 7 präsentiert und sogar bestätigt, dass der auch in Europa in den Verkauf gehen wird. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Auf den Kleinwagen Seagull, den kompakten Dolphin und die Limousine Seal folgte im ersten Halbjahr 2024 auf dem Heimatmarkt in China der Sea Lion 7. Dabei handelt es sich um einen Crossover aus SUV und Coupé. Auch wenn das Modell in China als Sea Lion 07 verkauft wird, ist es das gleiche Fahrzeug wie der in Paris ausgestellte Sea Lion 7 für Europa. Im hart umkämpften Segment der Mittelklasse-SUV will BYD mit seinem Sea Lion 7 sowohl mit dem Design als auch der Technik punkten. Bei der allerersten Premiere des 07ers in China kündigte BYD an, künftig alle SUV-Modelle der Ocean-Serie unter diesem Label zu vermarkten. In vielerlei Hinsicht ist der Sea Lion 7 nicht mehr als eine Neugestaltung des Song L. Das liegt daran, dass das Sortiment nun in die Ocean- und Dynasty-Serie unterteilt und separat erhältlich ist. Für das Design des Elektroautos ist einmal mehr das Team des deutschen BYD-Designchefs Wolfgang Egger verantwortlich, der vor allem bei Alfa Romeo, Seat und Audi gestalterische Spuren hinterlassen hat. An der weitgehend geschlossenen Frontpartie erkennen wir Stilelemente des Seal wieder. Darunter die eng zusammengekniffenen Scheinwerferaugen mit nach unten in die Frontschürze gezogenen Tagfahrleuchten. Auch die seitlich in den Stoßfänger eingelassenen Luftöffnungen erinnern an den Limousinenbruder. Weitere Ähnlichkeiten zwischen Sea Lion 7 und Seal: die bündig in die Karosserie versenkten Türgriffe, die direkt darunter verlaufenden seitlichen Charakterlinien und die farblich abgesetzten Schwellerleisten. Im Bereich der seitlichen Fenster erinnert der Elektro-Crossover von BYD dagegen eher an den VW ID.5, gegen den er auch konkurriert. Das metallische Styling-Element an der D-Säule kennen wir so ähnlich vom elektrischen Volkswagen. Am Heck gibt es einen weit herausgezogenen Dachspoiler, eine kleine Spoilerlippe unterhalb der Scheibe und einen schwarzen Schürzeneinsatz mit angedeutetem Diffusor. Innenaufnahmen zeigen, dass der Sea Lion 7 überraschend luxuriös ist und die gesamte Designsprache dem Quin L ähnelt. Obwohl der Instrumentenbildschirm in das fließende Armaturenbrett eingebettet ist, behält der Sea Lion 7 den charakteristischen, schwebenden, drehbaren Bildschirm von BYD bei, der in der Mitte des Armaturenbretts montiert ist. Es gibt ein Vier-Speichen-Lenkrad mit vielen Knöpfen. Auf der Mittelkonsole befindet sich ein Schalthebel aus Kristall, der außerdem von weiteren Tasten umgeben ist. Der BYD Sea Lion 7 verfügt nicht nur über perforierte Ledersitze, sondern offenbar wird Leder auch für die Umhüllung der Türverkleidungen, des Lenkrads und anderer Berührungspunkte verwendet. Die Sitze erhalten Heiz-, Belüftungs- und Massagefunktionen. Außerdem gibt es ein Dyn-Audio-Soundsystem. Der BYD Sea Lion 7 ist 4,83 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,93 Meter. Käufer haben die Wahl zwischen Heckantriebs- und Allradantriebsvarianten. Fahrzeuge mit niedrigerer Ausstattung verwenden einen 170 kW oder 231 PS Motor, der dem Auto eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h verleiht. Ein leistungsstärkerer Motor treibt höherwertige Versionen an und erreicht dank der Spitzenleistung des Motors von 230 kW eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Wahrscheinlich wird nur ein Modell der Baureihe über einen Allradantrieb verfügen und diese Version verfügt über einen 160 kW Motor an der Vorderachse, der den 230 kW Motor ergänzt und somit eine Gesamtleistung von 530 PS generiert. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt bei 225 km/h, aber die Beschleunigung dürfte bei dieser Version unter 4 Sekunden liegen. Während es noch keine offiziellen Angaben zu den Batteriekapazitäten gibt, wird der Sea Lion 7 natürlich den Blade-Akku von BYD verwenden. Er wird auch von der CTB-Integration der Batterien profitieren und damit mit 230 kW laden können. Auf der BYD-Website ist außerdem die Rede von einer 91,3 kWh Batterie für den Sea Lion 7. Der Seal kommt, zum Vergleich, mit seinem 82 kWh Akku nach WLTP bis zu 570 km weit. Der neue Sea Lion 7 hat auch eine Doppelquerlenkeraufhängung vorn und eine Fünflenkeraufhängung hinten und integriert das intelligente Dämpfungskontrollsystem Disas C. Darüber hinaus soll der Sea Lion 7 auch mit dem intelligenten Fahrsystem Eye of the Gods von BYD ausgestattet sein.
Die Preise für den BYD C-Line 7 starten, wohlgemerkt in China, bei ca. 26.300 bis 33.500 Euro. Da der C-Line 7 offiziell auch zu uns kommt, könnt ihr mir eure Preisvermutungen unter das Video schreiben. Wie gefällt euch der BYD C-Line 7? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Außerdem habe ich die Musik, die ihr in jedem meiner Videos hört, komplett selbst produziert. Die Links zu all dem sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!